Hallo und herzlichen Glückwunsch vor allem an mich, weil ich so wunderbare Zuschauer schon wieder begrüßen darf. Es wird wieder mal Zeit, sich mal schnell eine kleine Rätselrunde zu gönnen. Was ist das denn? Also ich kenne Bratapfel, ich kenne auch den Augapfel, ich kenne auch den Adamsapfel. Und der könnte es vielleicht sogar sein. Ja, der ist es sogar. Spielklasse ist natürlich wieder die Liga. Tierfaserstoff ist irgendwas mit Fell bestimmt. Gucken wir mal. Wurfspieß ist, glaube ich, Gär oder Gier. Ja, Gär ist es. Vormals Ehedem? Ja. Oh. Läuft gerade momentan jamaikanischer Musikstil. Das mal wieder. Slide ist es nicht. Was ist denn das? Smite? Smide? Stide? Ich überlege gerade, was. Spide? Speede? Seide. Ach, Seide. Huch. Ich habe jetzt an irgendwelche Anglizismen schon wieder gedacht. Ist ja. Ah, Desto. Desto. Geben wir erstmal Desto. Destosteron ist umso männlicher. Je. Keine Ahnung. Hab nicht weiter. Portugiesisch heilig. Nau. Nein. Raubwildbeute ist. Mal gucken. Berthold ist kurze Bert. Riss ist das. So, der Gewässerrand ist natürlich mal wieder das Ufer. Ja. Befestigungsmittel ist ein Band. Ja. Zahnfäule ist Karies. 9 von 10 Zahnärzten hätten was dagegen. Und einer von den 10 hätte da was dagegen, dass die was dagegen hätten. So, Lehrling ist natürlich der Stift. Nein, Abfolge ist eine Serie, ist aber nicht das. Entrüstet, weiß ich noch nicht. Mit Hilfe von, via oder per. Oder auch nicht. MHV. Keine Ahnung, Verbandmaterial. Eine Binde. Mull. Na, unentschieden. Ist, wie heißt das nochmal? Wie hieß das nochmal? Ich hab's dann bald. Übermäßig. Ja. Unentschieden. Was war nochmal unentschieden? Ich komme noch nicht drauf. Zeit der Dunkelheit. Nacht. Ja. HIV ist das. Filmbearbeiter ist der Cutter. Ja. Lebensraum ist das Habitat. Läuft. Und dann haben wir hier das NTFS-System. Nicht zu verwechseln mit NTSC. Das hat was mit Fernsehen zu tun. Übrigens, das wäre hier TV. Zuckerguss ist die Glasur. Überaus. Arg. Transportabel. Ja. Sprache des Internets? Memes? Nein. Berliner Messe ist die IFA. Internationale Funkausstellung. Da haben wir hier das Riff. Mobil ist das wahrscheinlich. Jetzt ernsthaft, die meinen doch jetzt nicht wirklich Meme, oder? Ich würde das nicht als Sprache bezeichnen. Also, ja, als Kommunikationsform. Aber Sprache ist schon ein bisschen. Was haben wir hier noch? Früchte auspressen. Was macht man denn damit? Was macht man denn, wenn man die pressen tut? Unempfänglich. Impotent.
Resistent. Nein, nein, nein. Resistent. So, damit haben wir das. Ach, die meinen hier den Azubi natürlich. Oh. Abfolge ist eine. Ja. Oh, was war nochmal unentschieden? Oh, das geht mir gerade so ein bisschen auf den Keks, dass ich das, dass mir das gerade nicht einfällt. Auslegung? Ne. Was ist das unentschieden? Oh, also, ich denke da gerade an Remis, aber das ist es nicht in dem Fall. Patt? Eine Patt-Situation ist das. Ha. Früchte auspressen ist, glaube ich, sowas wie Keltern oder so. Ja, ja. Okay. Übermäßig. Ultra. So, Auslegung. Irgendwas mit Art hinten dran. Ja, definitiv. Warte mal. UA. Mit Hilfe von. Ich kenne Per, ich kenne Via, aber ich kenne jetzt gerade nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Abfolge. Gesülz. Nein, das ist es definitiv nicht. Probieren wir mal das Meme. Es ist nicht das Meme, da bin ich aber jetzt froh gerade. Was gibt's noch? Emoji? Auch nicht. Oh. Und hier kommt, hier gibt's wirklich nichts mehr, wo ich. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Aua. Iua. Uua. Oua. War. Oh Gott. Die Abfolge ist dann die Sequenz. Ach Mensch. Natürlich, natürlich. Empört haben wir jetzt hier und dadurch geht's schon. So, was haben wir hier? Sprache des Internets. Atmo. Nein. Auslegung ist nicht der Gepard. Der wird mit D am Ende geschrieben, glaube ich. Oder? Boah, je mehr ich Kreuzworträtsel mache, desto mehr fällt mir auf, dass ich nicht alles mehr so im Kopf habe wie früher. Was könnte die Sprache. Ach, och, die meinen die Programmiersprache. Oh, ich dachte jetzt, wie Leute sich da unterhalten. Hilfe. Auslegung. G-Art. Nee. Behaart. Ich versuche erstmal überhaupt einen Buchstaben. Ah nee, warte mal. G-Art hatten wir schon mal. Lesart. Ach, die Lesart meinen die. Okay, okay. Jetzt bin ich wieder voll mit drin. Jetzt gehen wir richtig toll durch dieses andere Rätsel durch. Das wird super. Französischer Frauenname. Ja. Das ist das. Dann ist das. Mir noch unbekannt. Antike griechische Hafenstadt. Italienisch Haus. Könnte das sein? Okay. Alkoholisches Mixgetränk. Könnte Diesel? Ist es nicht. Was gibt's noch so? Radler? Ist es auch nicht. Was gibt's denn da noch so? Fluss durch Bern. Ah, das ist wieder nicht so gut. Sendeanstalt. Ja.
Die SA. Nein, 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 nein. Lotion ist interessant. Also Creme passt da nicht. Schmalbeinige Hose. Walzmetall. Ist kein Aluminium, wie es aussieht. Nee, High Five ist das. Swift Code. Ich hätte jetzt. Oder High Noon? Nee. Swift Code, also das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Big Nummer, aber das könnte wieder was ganz anderes sein. Gucken wir mal. Eine Handlung ist eine Tat. Also High Tech. Ah, die meinen High Tech. Und dann ist das hier die Big? Okay. Jetzt komme ich langsam in Fahrt. Handzähler. Blickwinkel. Ja. Englischer Ehrentitel. Weiß ich nicht. Garnitur. Ah, das war ein Set. Das habe ich mir mittlerweile gemerkt. Schmuckstein. Ist ein etwas mit S. S-Saphir würde passen, wenn man es mit PH schreibt. Und die Ferse wäre dann die Hacke, dann hätten wir schon mal die 7. Die 7 ist also ein K. Mit Ach und Krach kriegen wir auch hin. Die guten alten Ach und Krach-Geschichten. Das hier ist ein E. Allgemein anerkannt ist, die meinen bestimmt nicht trivial, oder? Rheinisch-Pfälz. Studio ist ein, ja, Stimmabgabe ist eine Wahl. So, okay, dann ist, fängt allgemein anerkannt mit L an. Schmalbeinige Hose. Leggings könnte es sein? Vielleicht. Dann wäre das Studio A. E. Keine Ahnung. Gewand der Schotten ist Kilt. Lateinamerikanischer Tanz. Samba vielleicht? BB, Bertolt Brecht. Dann wäre Samba zumindest sehr sinnvoll. Außerdem hätten wir hier wieder Ibiza. Ja. Okay, dann ist hier ein I. Dann ist hier ein T. Achso, ja, ist ja ein T drin. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich schau mal, ob ich irgendwo die 8 noch rauskriege. Also das ist ein S, das ist ein I. Das ist mir unbekannt. Geben wir mal die Wahl ein. So, und die schmalbeinige Hose, Leggings, so, haben wir auch. Allgemein bekannt. Legitim? Okay, ja, ja. Da haben wir hier Samba und es ist Mambo. Mamba? Nee, Rumba. Es ist Rumba, dann ist das Stadion nämlich nicht, endet das nicht auf S, sondern auf R. Okay. Und dann ist das Atelier. Ja. Und damit haben wir hier die 8. Okay, ja, ja. Oh, ich wünschte, mir würde schon was einfallen. Also wenn ich auf das Wort gucke, dann möchte ich am liebsten Kühltheke sagen, aber das ist ja völlig falsch. So. Dann geben wir hier mal noch Road ein. Dann ist das hier noch ölig. Antike Hafenstadt. Was könnte noch das alkoholische Mixgetränk sein? Es könnte ja auch eine Art Cocktail oder so sein. Hoch. So, Ibiza. Haben wir. Alkoholisches Sangria. Okay, dann ist das hier die Garnele. Ja. Hirnstromkurve ist EEG.
Und dann haben wir hier die Egge. Okay, südeuropäischer Staat ist dann wahrscheinlich Italien. Jo. Okay, jetzt hätte ich gerne mal was auf der 6. Also machen wir, gehen wir erstmal hier die Big. Ach, Big. Big mit C. Ich habe das G schon eingegeben und dachte mir in dem Moment schon, was für ein Blödsinn. Achtecke? Nee. Nee, oder? Also das Walzmetall ist das Blech, ja. Also es könnte jetzt Achtecke sein. Ja. Dann sind das die Achtecke. Würde ich mal sagen. So. Dann ist der Handzähler der Klicker. Ah. Dann haben wir hier das Set. Och, da sind wir ja gut. So, die Achtecke sind es. Die Oktagons, die sogenannten. Die Tat ist also eigentlich ein Akt. Huch. Könnte das Rabbi sein? Ah. So, Tech. Blickwinkel. Ist die Sicht dann wohl? Ja. Ach, die Lotion ist, ist ein Gel. Natürlich. So, und Lei oder Lei oder was auch immer ist dann wohl der Fels. Im Rheinischen. So, Fluss durch Bern. Die Adria, die nicht passt. Italienisch Haus ist Casa. Das Schöne ist, wenn da nach Italienisch gefragt wird, mit meinem Spanisch habe ich meistens sehr leichte Karten, sehr, sehr gute Karten, um, ja, einfach mal das Wort einzutragen, was ich aus dem Spanischen kenne. Und dann passt das schon. So, Hessenrundfunk, HR, dünnes Tau ist eine Leine und Diane ist wohl ein französischer Frauenname. So, dann geht's hier weiter. Tasche könnte ein Behältnis sein, ja. Ferse ist die Hacke, wie wir vielleicht vorhin schon mal irgendwann hatten. Und dann kommt jetzt der Saphir. Ja, meiner einer. Ja, der da. So, und Muskelerkrankung ist natürlich Rheuma. Und dann haben wir hier noch einen Buchstaben, den wir zum Glück auch wissen. Von tausend anderen Kreuzworträtseln, die bereits gemacht wurden. Und das ist ein T. Und damit sind wir im grünen Bereich. Und das war's mal wieder. So, Zeit lief gut, ungefähr. Ich habe mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Also ich glaube, ich sollte mich mal wirklich dazu, das nächste Mal, mich dazu triezen, wirklich nochmal das ganze Lösungswort rauszubekommen, bevor ich wirklich anfange, hier was einzutragen. Also ich finde das immer spannender bei dem Lösungswort-Rätsel. Also stellt euch darauf ein, dass ich das nächste Mal hier an dieser Stelle sehr, sehr lange nirgendwo was eintragen werde und mich stattdessen daran erinnern muss, welche Buchstaben ich bereits habe. Ist tatsächlich, also das ist wirklich ein bisschen was an anstrengend, meiner Meinung nach, aber umso, umso belohnender, wenn man es dann doch schafft. Und ich finde, man sollte sich schon höhere Ziele setzen, wenn man möchte, dass, wenn man so ein bisschen daran wachsen möchte. Hohe Ziele setzen ist kein Problem, beziehungsweise man sollte sich die Ziele natürlich immer so setzen, wie es denn wie man sie denn auch schaffen kann, aber sie dann doch immer mal ein bisschen höher setzen als vorher. So wächst man und nicht, indem man einfach sagt, so, ich mache jetzt das Schwerste, das Schlimmste, das, das geht vielleicht auch, aber es ist es kann einem sehr auf den Keks gehen, wenn man dann doch einige Zeit braucht, um besser zu werden. Deswegen in kleinen Schritten macht sich das auch ganz gut. Also, was auf jeden Fall immer sein sollte, ist dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und deswegen hoffe ich, ihr bleibt auch beim nächsten Mal wieder dran. Ich tue es auf jeden Fall und ich freue mich schon drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.